Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei meiner Rapunzel-Let's Play Märchen. So, wir haben über Plopsi das Angebot bekommen, dass uns etwas abgekauft werden will. Und zwar über Plopsi. Ah, das eine hat uns 500 eingebracht und das andere sogar 950. Na los, das hauen wir natürlich raus. Und unser kokettes Gemälde wollte ich dann auch noch anbieten, damit auf jeden Fall Geld in die Haushaltskasse kommt. Und dann darfst du dir auf jeden Fall noch etwas zum Essen holen. Ich dachte, ich habe noch Reste übrig. Habe ich nicht. Gut. Und Leute, die Lotterie ist heute. Und ich muss ja gestehen, ich spiele Lotterie echt gerne, was daran liegt, dass ich einen Sim hatte, der mal gewonnen hat. Und so eine Million ist richtig nice. Aber das hatte ich bisher auch erst einmal. Und wer weiß, wie viele Lotterielose ich schon gekauft habe, so, ne? Aber wir können leider nicht gewinnen. Also selbst wenn sie gewinnen würde, würde ich es weggeben, denn mein Ziel ist es, dass sie auf jeden Fall immer unter 5000 Simoleons bleibt, einfach weil sie nicht die Reichsten sein sollen. Ja, und ich könnte auch einfach kein Los kaufen, aber ich muss auch gestehen, ich habe keinen Bock auf ein mieses Moodlet. Also darfst du sich gleich das blöde Los kaufen. Wir gewinnen eh nicht. Und wenn wird's gespendet? So easy ist das hier. Genau. Noobim, Schorg. Ja, genau. So, Leute, was ich ihr aber wiederholen wollte, und das habe ich beim letzten Mal schon vergessen, das ist eine Gitarre, weil sie hat im Turm, in ihrem kleinen Tower, sehr viel Stopp, so eine Fähigkeit möchte ich. Gitarre gespielt. Und das kann sie auch richtig gut. Und das ist was, was ihr Spaß macht. Also. Genau, aber jetzt wird erstmal. Oh. Schatzeli, kannst du bitte dein Rührei mit Speck essen? Ach so, ja. Okay. Und danach darfst du dein Los kaufen. Und dann müssen wir einfach mal zusehen, dass wir uns irgendwie ein paar Gemälde für unsere eigenen vier Wände auch organisieren, ne? Hier. Das ist schon alles noch arg karg. So. So, das einmal bitte wegräumen. Da liegen noch Reste vom Obstkuchen. Ach du meine Güte, aufräumen. Den musst du jetzt nicht wirklich essen. So, wir werden heute uns mit ihren Bestreben befassen und 10 nicht bestimmte Pflanzen ernten. Ich weiß, es ist Winter und das challenged uns ja noch mal deutlich mehr. Juhu, los ist gekauft. Gut. Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Flynn angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Also Monika Gothel, Mutter Gothel. Ich glaube, du darfst es gar nicht sagen. Du hast ihn gehasst bis aufs Blut. Ja, ich würde sagen, wir laufen dann mal los und suchen, was wir hier so finden können. Wir graben da mal ein bisschen und gehen dann mal reisen. Eine Elritze hat sie gefunden. Okay. So, ich habe uns gerade mal nach Oasis Springs geschickt. Einfach weil es hier wärmer ist. Kein Schnee liegt und wir die Chance vielleicht haben, irgendwie ein paar Pflanzen zu finden. Eigentlich wäre natürlich so ein Marktgelände richtig gut gewesen, wo schon Pflanzen vorhanden sind. So müssten wir halt, ich befürchte. Ich wollte nachschauen, ob die Elritze wirklich ein Fisch ist. Ja, okay. Dann Gänseblümchen. Strauch ansehen. Ja, also ich glaube, der Winter ist dafür leider die falsche Jahreszeit. Also gehen wir mal ein bisschen graben. Wenn wir schon hier sind und gucken mal, wer hier so rumläuft. Wer bist denn du? Joffrey Landgraben? Nee. Es gibt so Familien, da sagen wir lieber nö. Wir könnten natürlich da drüben nochmal schauen gehen, aber ich glaube, wir werden hier keine Pflanzen finden. Einfach. Weil der Winter es uns unmöglich macht. Ja, da ist nichts zu holen. Alle Sträuche sind im
Im Winterschlaf ist ja auch völlig legitim. Komm, wir versuchen mal einen Fisch zu fangen. Und sie wollte in Granite Falls noch Sachen machen. Fische fangen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Urlaub. Ein Spekonium und ein Altmaterial. Ich muss gestehen, ich habe hier noch gar nichts gesammelt. Also, ich bin mit dem Sammeln super schlecht. Oh, sie hat einen Diamanten gefunden. Sie ist ein kleiner Glückspilz, will ich einfach mal sagen. Dadurch sammle ich eigentlich ganz gern. Zumindest zum Ausprobieren. Ich will es einfach mal Flurry ausprobieren. Hey, wer Finolibo. bist denn du? Alexander Dorf. Denbas. Amovini. Aber er ist schon weg. Dann haben wir zwei Prinzessinnen. Wer seid denn ihr? Oh, die Nancy. Sie hat ihr Baby gekriegt. Henfabi Der Bauch ist Narbel. weg, seht ihr Franj. das? Wer bist denn du, Dala. Marina Föll? Shibi Yaba. Nee, wir angeln jetzt mal nicht. Okay, also, ich schätze, dass unsere Outdoor-Karriere noch ein bisschen warten muss. Deshalb werden wir versuchen, uns Flynn einzuladen, hier mit uns abzuhängen. Vielleicht können wir uns wie Kinder benehmen, ein bisschen schaukeln gehen. Oh, sie hat eine Schatzkarte ausgegraben. Flynn wird gleich da sein. Also gehen wir schon mal hier vor. Zack, komm hier hin. Zusammen hier hingehen, wenn er schon da ist. Ja, da ist er schon. Ihr könnt euch doch mal hier zusammen hinsetzen. Das finde ich großartig. Schön in der Sonne. Schade. Ja, so ist doch viel besser. Er sitzt sogar da wie Flynn, Leute. Ich finde die beiden einfach irgendwie großartig. Du gehst jetzt nicht tanzen. Ihr zwei. Verrückt anfunkeln. Los. Du bist verspielt. Du darfst ihn jetzt mal verrückt anfunkeln. Und dann könnt ihr zusammen mal eine Sandskulptur bauen. Oh, Oh, okay, soweit sind wir zumindest schon mal. yes. Er ist glücklich, das hilft schon mal. Das Miserable ist weg von der letzten Zeit. Gravies? Er baut lieber meine Sandskulptur. Oh, Vobalsopi. Piffle Nee, tut ihr nicht. Okay. Siphone Frost. Ihr habt euren eigenen Sechet. Kopf. Das respektiere ich. Ihr sollt nicht tanzen. Watanabe. Riley, hörst du? Watanabe. Merkid Kaboy. Ja. So, wir Sakuneriu versuchen jetzt mal eine Tananiwa, romantische huh? Your Schiene zu gehen, pick. einen kleinen Flirt Jibini rauszuhauen. Ein nach dem Grovel Motto: Hina. Du bist so Grovel abenteuerlich. A Das farb. mache Gosh ich of ganz Whibs. gut. Gorb, Danke. No, my frispa. Das habe ich gern getan. Zarzuya Einen koketten Witz machen. Yearblick. Was machst du denn? Du lässt ihn einfach weglaufen. Wo ist er denn hinten? Da. Schaukeln? Ach komm, das wäre ja niedlich. Wir versuchen es mal. Zack. Ich denke, sie wird gleich mal die Toilette nutzen müssen. Das kommt natürlich jetzt gerade ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, du kannst starten. Und los geht's. Juhu! Das ist doch niedlich. Genau. So, wir lassen dich mal zur Toilette laufen, damit wir das zumindest. Ah, stopp. So, los sind. Schnell, damit wir gleich wieder was anderes machen können. Wir könnten zusammen grillen. Genau, Hände waschen ist gut. Und dann gehen wir mal schauen, wo er hin ist. Du könntest ihn jetzt mal anschubsen.
Ja, gehen wir auf die. So. Dann mach du doch mal. Ich finde es schön, wie viel Leben hier im Park ist. Okay. Ich dachte, der will gerade mit fremden Kindern spielen. Das wäre mir ja sehr suspekt gewesen, Leute. Okay. Bon and Gravy? Ah, and Bobby. Oh, yips. Ihr wollt auf der Toilette plaudern. Oh, das erste Gefühl ist da, Leute. Dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Komm, wir schauen uns das doch mal an hier. Zusammenwachsen durch gute Zeiten. Turteltauben. Gefühle von Riley gegenüber Flynn. Ach, das ist ihr Gefühl. Mist. Aber wir brauchen unbedingt auch ein Gefühl von ihm. Deswegen stellen wir uns jetzt mal hier gemeinsam hin. Ich habe gesehen, dass die Option der erste Kuss jetzt da ist. Also versuchen wir das mal. Vielleicht gibt es dann auch ein Gefühl von Flynn. Okay. Jetzt kommt die große Frage. Lehnt das ab oder macht er mit? Er macht mit. Sorry, Leute. Da freut sich aber jemand. Jetzt hat sie wieder eine ihrer Phasen. So. Flirten. Und vielleicht schaffen wir es jetzt zusammen, eine Sandskulptur zu bauen. Oh, Trisha. Das ist ein Caliente. Ist das unsere Sophie? Chupaza! Boy! Mimblet Sabrisia! Flazzle Pelka! Plurna! Ah, Bayumi! Plef! Oh, Grasha! Sewell! Berosh! Gehst du nach Hause, Flynn? Berosh! Oh, das ist aber sehr schade, weil mit dem hätte ich jetzt gerne schon noch irgendwie was gemacht. Okay, aber wenn er nach Hause geht, gehen wir auch nach Hause. So, dann würde ich sagen, verkaufen wir jetzt auf Plopsi mal unser schickes Bild. Ach nee, versenden, genau. Nicht erneut anbieten, versenden. Bei dir ist eigentlich alles ganz fresh. Dann lassen wir dich hier einfach mal ein bisschen in den Foren chatten. Du wolltest malen? Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. Du darfst natürlich gerne was malen. Wie wär's mit was Impressionistischem? Aha. Aha. Okay, dann machst du das gleich. Da hat sie also ihren ersten Kuss bekommen, die Gute. Wird natürlich gleich der aller Welt erzählt. Da ist ja ein bisschen offenherzig unterwegs, ne? Ja, genau. So, jetzt darfst du gleich eine Runde malen gehen. Und weißt du was? Wir schicken dich einfach mal ein bisschen joggen oder so. Dann können wir nämlich mitgehen und uns die Welt ein bisschen anschauen. Im Schnee. Oh, Ina. So, es ist jetzt Mittwochabend. Meine große Hoffnung ist, dass wir zum Sonntag eventuell... Warte, wir müssen gerade mal nachschauen. Wie viel Zeit ich denn habe. 1, 2 Wochen noch. 2,5 Wochen und dann wird sie erwachsener. Gut. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Okay. Sonst hätte ich gesagt, dass wir zum Sonntag zumindest eine Verlobung angehen. Aber dann würde ich sagen, ach komm, dann reicht die nächste Woche auch.
Weil sie muss ja nicht unbedingt als junge Erwachsene Kinder kriegen. Das geht ja auch als Erwachsene selber, ne? Ah, so, es wird spät. Wir schicken dich jetzt schon mal los. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt das Sportoutfit, was ich erwartet hätte. Ja, das macht schon mehr Sinn. Der dicke Pulli. Okay. Also, sie hat gerade eine Nachricht bekommen, in der steht, dein Artikel, dein Artikel mittelgroßes Gemälde ist angekommen, ist der Gestank normal? Und der nächste hat geschrieben, ich habe deinen Artikel kleines Gemälde erhalten, ist die Ware essbar? Ich frage für einen Freund. Also, ich bin ja noch nie beleidigt worden für Gemälde, also sie hat... ja, okay. Ich merke mir das, Sir Vincent. An dich verkaufe ich nicht mehr. Ich möchte etwas wirklich Leckeres essen. Okay, dann gehst du jetzt duschen und danach darfst du dir... Dann gucken wir doch mal. Dann koche mir was richtig Tolles. Wieso kann sie zusammen kochen? Du hast halt noch nicht so viel drauf, Mädel, gell? Dann nehmen wir einfach mal... Dieses auch als Reiskuchensuppe bekannte traditionelle koreanische Gericht wird am Neujahrsfest vor allem verzehrt. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, das ist jetzt mit dem neuen Update gekommen. So, einmal kurz. Hygiene wieder auffüllen. Oh, Wimper Wind! Ja! Oh, Quexel. Da ist aber jemand sehr hot unterwegs. Weil sie auf ein Date ging. Das war ja noch nicht mal ein Date. Aber wie süß, dass sie es so gesehen hat. Das übrigens, das Spiel mit ihr ist schon teilweise anstrengend. Einmal wegen genau sowas. Und... Weil sie auf der einen Seite Einzelgänger ist, aber gesellig. Habt ihr das gehört? Ich glaube, dieses Haus ist haunted. Ich muss mal gerade nachgucken. Na los. Spargel ist in der Suppe, okay. Neuen Sellerie vielleicht? Oder Kohlrabi? Das da oben sieht aus wie... Ach, du Arme, bist krank. Sie ist aufgeregt. Das ist ja schon unfassbar niedlich. So, dann. Ich hoffe, dass das auch so ultra lecker ist, wie du dir das gewünscht hast. Na, schauen wir einmal rein. Ups. Wie weit muss ich denn weg, um das lesen zu können? Qualität ausgezeichnet, könnte ausgezeichnet sein. Kann ich nicht sehen. Ich finde das so niedlich, wie die erröten können. Also Mods machen das Leben einfach sehr viel schöner. Ah, ja, fürs Bar. Da haben alle recht. Ups. Wegräumen ist eine gute Idee. Machen die Wand mal wieder runter.
Dann darfst du an deinem Gemälde mal noch kurz weitermalen. Und dann legen wir dich auch schon schlafen. Und dann haben wir den Mittwoch mit deinem ersten Kurs erfolgreich zu Ende gebracht. Und sehen jetzt einer Zukunft mit Flynn entgegen. So, oh, das sieht aus... Oh, genau. Mhm, vielen Dank. Das ist ein hübsches Gemälde. Oh. Also manche Mods machen natürlich auch sowas, das ist dann nicht mehr so lustig. Das ist ja unfassbar niedlich, seht ihr das? Mit dem kleinen Inuit. So, Pause. Lotterie war erfolgreich. Der Feiertag, die Lotterie war fantastisch. Sie hatte eine wunderbare Zeit und konnte einen loskaufen. Sehr gut. Aber seht ihr da, ich finde das ja unfassbar niedlich. Impressionismus ausgezeichnet. Das behalten wir aber selber. Wir machen mal... hier. Zack. Und noch ein weiter. Und hängen uns das ins Wohnzimmer. Ja... Ach, ist das ein hübsches Bild. Das gefällt mir gut. Ich habe noch viel zu wenig Bilder gemalt. Einfach bei den Sims. Und ich bin immer wieder erstaunt, was da für süße Sachen herumkommen. Okay. Dann würde ich sagen, beende ich das für heute. Wir schicken Riley Rapunzel in ihren wohlverdienten Schlaf. Hoffen auf einen wunderbaren neuen Donnerstagmorgen. Wo ich glaube, dass wir tatsächlich überlegen, mal mit Flynn Urlaub zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Tschüss!